Hallo und herzlich willkommen bei Edel unterwegs, unserem YouTube-Kanal, auf dem wir euch auf unsere Reisen, Roadtrips und Wanderungen mitnehmen. In diesem Video nehmen wir euch mit auf eine Wanderung von Patschins nach Meran. Wir laufen über den Patschinser und den Algunderwalweg und dann weiter über den Tapainerweg nach Meran. Der Ausgangspunkt der Wanderung, das Parkdeck in Patschins, lässt sich von Meran aus übrigens sehr gut mit dem Linienbus erreichen. Los geht's! Zuerst wandern wir kurz durch den kleinen Ort. Am Ortsende geht's dann erstmal weiter über die Apfelplantagen. Jetzt, Mitte, Ende Mai, sind schon die kleinen Früchte zu sehen. Den GPS-Track bzw. die Route findet ihr auf unserem Blog. Achtung, wichtige Abzweigung, hier geht's links hoch. Über den Apfelplantagen sind bereits die Hagelnetze montiert. Immer weiter mit Blick Richtung Meran. Hier geht's rechts rein.
Jetzt sind wir in Oberplars und da geht's ein kleines Stück an der Straße entlang. Am Brunnen wieder links, weg von der Hauptstraße. Mittlerweile befinden wir uns auf dem Algunder-Wahlweg. Ab hier geht's immer weiter am Wahl entlang. Übrigens könnt ihr uns gern durch ein Like oder das Abonnieren unseres Kanals unterstützen. Kostet euch nichts und hilft uns enorm. Vielen Dank! Weiter geht's über die schöne Hängebrücke.
kurzes Stück weiter auf der Straße Richtung Tapainer Weg. Blick Richtung Dorf Tirol. Hier geht's in den Tapainer Weg auf die letzte Etappe. Pulverturm vorbei, hinunter zur Passa mit dem Ziel Meran.